قال المصنف: باب المحرمات في النكاح. Er sagte: Kapitel: Die verbotenen Dinge bei der Eheschließung. Und damit ist gemeint Personen, welche zum Beispiel nicht geheiratet werden dürfen. Es gibt bestimmte Personen, diese darf man nicht heiraten. Und die Personen, die man nicht heiraten darf, teilen sich in zwei Arten auf. Merkt euch das, das werden wir gleich inshallah in den nächsten Kapiteln lesen. Und zwar die erste Art ist Personen, welche niemals geheiratet werden dürfen. Für immer. Diese Person ist für den Mann zum Beispiel oder für die Frau auf Ewigkeit verboten. Und die zweite Art, Personen, die für eine bestimmte Zeit verboten sind. Der Autor sagte, تحرم أبدا. Für immer verboten ist die Eheschließung mit. Das ist die erste Art. قال الأم. Erstens, die Eheschließung mit der Mutter. Diese ist natürlich verboten. Für immer. وكل جدة وإن علت. Das war die Nummer 1. Nummer 2 und die Eheschließung, welche ebenfalls für immer verboten ist, mit jeder Großmutter und was darüber hinausgeht, wie zum Beispiel die Urgroßmutter. Diese ist auch auf Ewigkeit und für immer verboten für den Mann. Qala wal bint, das ist drittens die Tochter, die eigene Tochter. Qala wa bintul ibn und die Tochter des eigenen Sohnes. Diese ist auch für immer und auf Ewigkeit verboten. قال وبناتهما من حلال وحرام وإن سفلت. Er sagte, und die Eheschließung mit ihren Töchtern, abgesehen davon, ob sie auf erlaubte oder verbotene Weise auf die Welt gekommen sind und was nach unten geht, wie zum Beispiel deren Töchter. Was ist damit gemeint? Den Töchtern der Töchter. Das ist damit gemeint. Diese sind auch Hafan. Den Töchtern der Töchter des Sohnes zum Beispiel. Oder den Töchtern der Töchter. Oder der Töchter der Töchter. Diese sind auch auf Ewigkeit verboten. قال وكل أخت und jede Schwester, jede Art von Schwester ist ebenfalls verboten. Was ist damit gemeint? Jede Schwester. Damit ist gemeint zum Beispiel die Schwester. Es gibt ein Mädchen, ihr habt die gleichen Eltern. Dein Vater und deine Mutter sind auch der Vater von ihr und die Mutter von ihr. Oder die Tochter, sie ist von einer anderen Frau, aber von deinem Vater als Beispiel. Jede Art und jede Form von Tochter und von Schwester davon ist verboten. Er sagte weiter, وَإِبْنَتُهَا oder وَبِنْتُهَا لَا وَإِبْنَتُهَا نَا. Ebenfalls, was verboten ist, ihre Töchter. Also die Töchter deiner Schwestern sind ebenfalls für immer verboten. Du bist ihr Onkel. Er sagte weiter, وَبِنْتُ إِبْنَتِهَا وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ إِبْنِهِ وَبِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ. Ebenfalls verboten für immer ist die Tochter ihrer Tochter. Und die Tochter jeden Bruders. Du hast zum Beispiel einen Bruder. Dein Vater und deine Mutter sind auch sein Vater und seine Mutter. Oder er hat zum Beispiel eine andere Mutter. Dessen Töchter sind auch für immer verboten. Und auch die Töchter seiner Töchter. Oder die Tochter seines Sohnes. Und ihre Töchter. Und was nach unten geht. Man nimmt einfach alle seine Brüder und all seine Schwestern. Und die Töchter von diesen sind verboten. Und was nach unten geht. Die Töchter der Töchter, diese sind auch allesamt verboten. Er sagte weiter, وَكُلُّ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَا und jede Tante väterlicher und mütterlicherseits und was darüber hinausgeht, diese sind auch alle verboten. Die Schwester, also mit der Tante ist gemeint, die Schwester des Vaters oder die Schwester der Mutter und was hochgeht, all das ist ebenfalls verboten. Mit hoch ist gemeint die Mütter von diesen. قال وَالْمُلَاعَنَةُ عَلَى الْمُلَاعِنْ und ebenfalls verboten ist diejenige, bei der er geschworen hat, sie habe Unzucht begangen. Das nennt sich Al-Mula'ana. Und Mula'ana ist ein Fachbegriff. Das wurde im Koran auch erwähnt. Nicht dieser Fachbegriff, aber was damit zu tun hat. Und zwar in der ersten Seite von Suratu An-Nur. Wenn ein Mann seine Frau bezichtigt, sie habe Unzucht begangen. Aber er hat keinen Zeugen dafür. Und dann kommt er zum muslimischen Richter. Und er sagt dann, meine Frau hat Unzucht begangen. Sie dagegen sagt, nein, das stimmt nicht. Dann kommt es zur Mula'ana. Jeder der beiden schwört viermal und schwört dann ein fünftes Mal, dass er verflucht ist oder dass der Zorn Allahs auf einem ist, wenn man gelogen hat. Wenn beide diesen Schwur aufgesagt haben, diesen vierfachen Schwur mit dem fünften Schwur, das nennt sich dann Al-Mula'ana. Dann ist Al-Mula'ana zustande gekommen. Und diese beiden werden dann voneinander getrennt. Und der Mann darf nie wieder diese Frau heiraten.
Selbst wenn dann Jahre vergehen und er möchte sie wieder heiraten, diese Frau ist für immer für ihn verboten. Er sagte dann weiter, وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ. Und ebenfalls verboten ist diejenige oder ist, was durch das Stillen verboten wurde. Wie bei der Abstammung, ausgenommen ist nur die Mutter seiner Stillschwester und die Schwester seines Sohnes. وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأُخْتَ إِبْنِهِ. Eine Frau wurde gestillt von deiner Mutter oder du wurdest gestillt von ihrer Mutter. Diese ist für dich verboten, für immer. Warum? Sie ist wie deine Schwester. Deswegen ist sie dann auch deine Stillschwester oder du bist ihr Stillbruder. Diese ist verboten. Ausgenommen ist nur die Mutter seiner Stillschwester und die Schwester seines Sohnes. Er sagte weiter, وَيَحْرُمُ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَبِيهِ وَكُلُّ جَدٍ وَزَوْجَةُ إِبْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ دُونَ بَنَاتِهِنْ وَأُمَّهَاتِهِنْ. Ebenfalls und durch den Vertrag, er sagte, und durch den Vertrag wird ebenfalls verboten, die Ehefrau seines Vaters und jeden Großvaters und die Ehefrau seines Sohnes und was nach unten geht, wie zum Beispiel deren Töchter. Und schaut, er sagt hier, durch den Ehevertrag, weil wir haben zwei Sachen und darauf werden wir heute inshallah nochmal zurückkommen. Einmal der Ehevertrag, man ist den Ehevertrag eingegangen, aber es ist noch nicht zum Verkehr gekommen. Und der zweite Punkt ist Ehevertrag und es ist dann zum Kontakt und zum Verkehr gekommen. Ab dem Moment, wo du einen Ehevertrag mit einer Frau eingegangen bist, du heiratest sie, das ist jetzt Theorie, was ich sage, aber sagen wir mal, man heiratet eine Frau jetzt und später, eine Stunde später, scheidet man sich von ihr. Man hat sich ihr nicht genährt. Aber trotzdem, dadurch ist der Vater, dein Vater, für immer verboten für diese Frau. Und ebenfalls der Sohn. Wir lesen also nochmal, was er hier gesagt hat. Und durch den Ehevertrag wird verboten, die Ehefrau seines Vaters und jeden Großvaters und die Ehefrau seines Sohnes und was nach unten geht. Ausgenommen sind ihre Töchter, also die Töchter der Ehefrau des eigenen Vaters, des Großvaters und des Sohnes und ihre Mütter, also die Mütter der Ehefrau des eigenen Vaters, des Großvaters und des Sohnes. Diese sind ausgenommen, wenn es nur zum Ehevertrag gekommen ist. Und dann kam es zur Scheidung danach. Er sagte weiter, وَيَحْرُمُ أَوْ وَتَحْرُمُ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَجَدَّاتُهَا بِالْعَقْدِ. Und verboten sind die Mutter seiner Ehefrau und ihre Großmütter. Und dies bereits dann, wenn es zum Ehevertrag gekommen ist. Genauso wie beim Vater. وَبِنْتُهَا وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا بِالدُّخُولِ. Und ihre Töchter und die Töchter ihrer Kinder und dies dann, wenn es zum Beischlaf gekommen ist. Du hast eine Frau geheiratet und bist ihr dann zum Beispiel beigeschlafen. Ihre Töchter sind für dich für immer verboten. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall wäre, man hat eine Frau geheiratet, es ist zum Ehevertrag gekommen und dann hat man sie geschieden, bevor es zum Beischlaf gekommen ist. In diesem Fall, nachdem die Scheidung zustande gekommen ist, dürfte man theoretisch dann die Tochter von ihr heiraten. Ihr seht hier den Unterschied in diesem Fall zwischen Ehevertrag und zwischen Beischlaf. Er sagte weiter, فَإِنْ بَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْخَلْوَةِ أُبِحْنَا. Wenn sie nun von ihm getrennt wurde oder gestorben ist, nachdem es zum Alleinsein mit ihr gekommen ist, jedoch nicht zum Beischlaf, dann werden diese für ihn erlaubt, also ihre Töchter und die Töchter ihrer Kinder. Hier haben wir auch wieder den Unterschied zwischen Ehevertrag und zwischen Beischlaf. Wir lesen nochmal, wenn sie nun von ihm getrennt wurde oder gestorben ist, nachdem es zum Alleinsein mit ihr gekommen ist, jedoch nicht zum Beischlaf, dann werden diese für ihn erlaubt. Sollte es aber zum Beischlaf gekommen sein, dann werden sie niemals für ihn erlaubt und sind für immer für ihn verboten.